euch. Freut mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ihr merkt schon, wir haben einen ganz anderen Lärmpegel, weil ich bin auf der Welser Pferdemesse. Und ich bin jetzt kurz vom ersten Zuschauertreffen. Es ist schon alles gerichtet und ich bin jetzt gespannt, ob er kommt, überhaupt er kommt. Und ja, nehme ich jetzt so ein bisschen durch die 3 Tage, was ich jetzt auf der Messe bin, mit. Mein Buch, sondern sie hat auch einen Sattel von mir und der ist farblich, ja, von wem ist der farblich inspiriert? Den haben wir farblich sehr ähnlich gemacht, in einem wunderschönen Hellbraun und auch mit einem braunen Lack dazu. Die Carina hat unter anderem auch mein Buch gelesen. Magst du kurz das Feedback geben? Also das Buch ist echt voll cool, es ist wirklich wert, dass man es kauft und liest. Es ist spannend geschrieben und es ist wirklich voll interessant, über deine Geschichte zu hören. Das ist natürlich Feedback, wo ich 10 cm größer werde. Danke dafür, gell? Klar, gern. Schaut, wenn ich da gefunden habe. Hallo. Hallo. Und ich habe gerade voll coole Briefe gekriegt. Und jetzt da war der Anita ihrem Stand und sagt, sie ist die Schlange. Ist ja unfassbar. So, ich habe mich jetzt da gerade ein bisschen hereingeschmuggelt zu Anita zum Zuschauertreffen und da steht das Porzellinchen. Die hat da ihre eigene Box und darf da mitten im Geschehen dabei sein. Und ja, ich würde mich gar nicht so lange aufhören, weil ich will nicht stören, dass alle wirklich ihr Autogramm von der Anita kriegen. So, heute der letzte Tag Zuschauertreffen und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich den Stand von Carvalho, wo ich ja meine Zuschauertreffen machen darf, noch gar nicht richtig gezeigt habe und das werde ich jetzt definitiv nachholen. Bei der Isabel von Carvalho und habe sie gefragt, ob wir jetzt ein Video noch machen können, weil sie ist die absolute Pferdefutter-Spezialistin. Und natürlich, wenn ich solche Fachleute habe, so in der Nähe, dann greife ich mir die gleich. Und ich habe Isabel jetzt gebeten, dass sie uns so 3 wichtige Sachen, die was man beim Pferdefutter unbedingt beachten muss, verrat. Und sie hat ja gesagt. Und deswegen bitte, was sind so die 3 wichtigsten Sachen, die man absolut beachten muss? Absolut beachten sollte man die Qualität vom Raufutter, also Heu, dass das auf keinen Fall verschimmelt ist, dass einfach keine Pilze, dass das richtig geerntet wird und dann trocken gelagert wird. Das ist mal das Um und Auf. Was kann ich da machen, wenn man denkt, ich stehe jetzt gerade mir im Stall, ich habe da jetzt nicht so viel Einfluss drauf und ich merke, okay, das Heu ist nicht ganz optimal. Gibt es da irgendeinen Tipp, denn, was ich selber machen kann, wie das Heu selber aufwärts? Aufwerten geht eigentlich nicht, die Qualität muss einfach von vornherein stimmen. Okay. Aber wenn ich einrieche, rieche ich, ob das jetzt muffig riecht oder sauer, dann ist schlecht. Oder ob es einfach gut nach Heu riecht und duftet. Das erkennt man eigentlich ganz einfach. Oder wenn man es schüttelt und es gibt da eine Wolke, eine Weiße auf, dann ist der Hinweis auf Schimmel und Pilze. Dann auf keinen Fall füttern. Und am besten nicht einfach heimlich irgendwas, sondern zum Stall die Kleber hinnehmen und nachfragen, damit das abgeklärt wird. Okay. Ganz offen sein. Ist sowieso immer am besten, wenn man die offene Kommunikation anspricht. Zweite Sache? Zweite Sache, auf die Fresspausen achten. Leider gibt es immer noch Pferde, die nur 2 Mal am Tag gefüttert werden. Die haben dann dazwischen 8 Stunden Pause oder was. Das ist einfach definitiv zu lang. Man braucht immer ein bisschen was zum Fressen. Und deswegen immer schauen, dass die ein bisschen was zum Knabbern haben und mindestens 3 Mal am Tag füttern. Die Fresspausen nicht länger sein wie 6 Stunden. Kann man da Stroh annehmen oder muss das unbedingt Heu sein? Man kann Stroh untermischen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es ein gesundes Pferd ist, hängt aber wieder individuell vom Pferd ab und auch von Stroh ab. Und Nummer 3? Weniger ist mehr.
nicht zu viel mischen, nicht zu viel, nicht zu gut meinen, ausgewählte Sachen füttern, ein guter Hafer und ein gutes Mineralfutter zum Heu dazu, ich meine, das ist ausreichend. Okay. Und das weniger ist mehr ist jetzt das absolute Stichwort. Weil die Firma Kervalo hat eine Sache, die ich extrem cool finde und macht euch absolut einzigartig. Und zwar machen die nicht einfach irgendein Futter, sondern stellen das für Pferd zu Pferd individuell zusammen. Und das finde ich, macht halt einfach voll klasse und da kann man halt einfach nur weiterempfehlen. Ich packe euch alle Sachen zur Kervalo unten in die Infobox. Ich war so nicht so freundlich und habe sie mit den Zuschauertreffen jetzt auch am Stand empfangen. Und dafür ein großes Danke. Und wie gesagt, checkt es aus, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich verlinke euch da jetzt noch ein weiteres und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao!